Hallöchen, hier bin ich wieder. Ich war ja gerade essen mit meinem Freund und seiner Mama und ihrem Freund. Und zwar waren wir, wie heißt es denn? Food Bakers. Nee, Food Packers, Bakers, ja. Essen, Bäcker, ja. Da waren wir. Das ist halt alles so amerikanisch aufgemacht. Und ich habe da gegessen. Ich kann euch das mal sagen. Ein Chicken Cheeseburger, Sesambrötchen mit erstklassigem Geflügelfleisch, Käse, Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Dressing. Und dazu haben mein Freund und ich uns so, wie heißt das Eis? Ben and Jerry's Cookie Dough Ice Cream, Vanilla Ice Cream with Chunks of Chocolate Chip Cookie Dough. Ja, das haben wir gegessen. Da ist auch noch etwas drin. Weil das stopft ganz schön. Ja. Ja. Und wer es wissen möchte, mein Freund ist 19 geworden. Ja. Ich wurde von X Beauty Diamond X getaggt. Ich verlinke euch mal ihren Kanal in die Infobox und dann schaut da mal vorbei. Meine Stimme schwächelt zwischendurch. Warte. Ja. Also, erstens Name, Alter und Klasse. Ja, mein Name ist Saskia. Ich bin 16 Jahre alt, werde aber genau in 2 Wochen, also am 25.01.17. Und ich gehe in die, ja, nicht in die 10., aber auch nicht in die 11. Klasse, sondern ich war halt auf einer Realschule und habe dort meine Qualifikation nicht bekommen. Aber weil ich mich auf dem Berufskolleg für Vollabi angemeldet habe und die Quali ja nicht bekommen habe, wollte ich Fachabi machen, aber da war der Bereich zu voll. Und jetzt muss ich halt ein Jahr Berufsfachschule machen, um meine Qualifikation nachzuholen. Und ja, wenn ich dann mal eine Quali habe, wechsle ich aber, glaube ich, auf eine Schule, die sowas im Beauty-Bereich anbietet, also Kosmetikerin sowas. Weil sowas interessiert mich eher als jetzt so was im Fotografiebereich, obwohl ich eigentlich wirklich Fotografin werden wollte. Aber mit der Zeit merke ich, glaube ich, dass es doch nicht so ganz mein Ding ist. Also ich fange mal an. Mein Lieblingslippenstift. Also ich habe meistens zwei Sachen. Ja, also wenn es um knallige Farben gibt, von NYX, die Nummer 636 Gardenia. Vielleicht könnt ihr das ja jetzt auch lesen. Ich weiß nicht, wie man genau scharf stellt. Moment. So. Seht ihr das jetzt? Ja. Gardenia ist ja jetzt nicht so schwer. Das ist so eine Farbe, das ist so ein, eine Rot, so ein Rot mit orangenen Schimmerpartikelchen. Ja, den trage ich halt gerne so, wenn es ein natürliches Rot sein soll. Und ja, für den Alltag an sich in, ja, trage ich die Nummer 11 von Kiko am liebsten. Das ist so ein nudes Rosa, würde ich sagen. Ich verschwinde, glaube ich, total aus dem Bild. Lieblings-Lipgloss habe ich heute wieder entdeckt. Da, ja, keine Ahnung, wo der war. Von Manhattan Tasty Lips. Ja, ein Lipgloss in so einem Rot-Pink, würde ich sagen. Das ist die Nummer 530. Und der riecht auch. Warte. So nach Melone. Kennt ihr die grünen Melonen-Kaugummis, die man am Kiosk bekommen kann? Also so riecht das. Lipbalsam, ja. Zählt dazu auch ein Labello? Ja, oder? Da mochte ich am liebsten von Labello den Star Fruits Labello. Ich möchte echt mal gucken, ob das. Ja. Ich bin echt schlimm. Also, ja, guck mal, wie klein das schon ist. Aber der riecht halt total nach
Pink Grapefruit, also nach Grapefruit. Der ist echt toll. Lieblingslidschatten habe ich zwei. Wie soll es auch anders sein? Zwei von Kiko. Einmal den, den ich ja jetzt etwas neuer habe. Der ist so dunkelgrau und blau mit grünen Schimmerpartikelchen. Das ist die Nummer 114. Ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Und von Kiko, ich weiß nicht, also ich halte ihn jetzt das gefühlte tausendmal in die Kamera. Die Nummer 38, aber jetzt seht ihr den auch mal richtig. Das ist so ein verdammt geiler Lidschatten. Ja, ich habe viel zu viel jetzt auf dem Finger. Der ist echt. Der ist so toll. Der ist so schön. Der ist halt so grün mit goldenem Schimmer und ja, die Nummer 38. Meine Lieblingspalette, also ihr wisst, ich habe nicht eine wirkliche Palette, aber ich möchte halt auch bei zu Eva jetzt die Wochen, die nächsten Tage bestellen. Aber trotzdem benutze ich aus meiner, ja, aus meiner Palette die Farben am liebsten. Das ist die Hot Make-up Palette. Die gab es mal bei Douglas, aber ist auch schon ganz, ganz lange her. Aber die Pigmentierung, ihr seht, ich gehe rein. Die ist auch wirklich total schön. Ich swatche euch mal ein paar Farben. Also ich habe die Palette noch bei Kleiderkreisel bekommen. Ja. Also die hat echt schöne Schimmer, Glitzer, Bling, Bling. Bling, Bling. Ja, Schimmerfarben. Ja, Facebook. Was schreibt mir denn? Laura, wenn du es bist. Nee. Lena. Lena Lakonik. Ich erwähne dich sogar gerade in meinem Video. Also ich glaube, du bist es. Lena. Ja. Also du schreibst mir gerade, aber ich kann dir alleine nicht antworten, weil ich das Video mache. Lieblingsmascara ist die von P2 Charming Secret Mascara. Die hat so ein Löffelchen, Bürstchen, sagt man dazu, glaube ich. Also die macht echt so geile Wimpern. Mein Lieblingspuder, das ist leider kaputt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich euch das zeigen soll. So. Oh mein Gott. Von Manhattan Soft Compact Powder in der Nummer 8 Vanille. Und das Make-up ist einfach perfekt. Also es deckt, es mattiert. Es deckt auch natürlich ab, aber halt nicht so unnatürlich. Und das ist perfekt. Mein Lieblingscamouflage oder Concealer. Also wenn ich Concealer oder Camouflage benutze, dann einfach das von Alverde. Ich habe jetzt die Nummer 002 Beige. Da wurde auch schon schön rumgedötscht. Ja. Boah. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so was auf den Finger nehme, sieht das jetzt nicht so toll aus. Also ich habe Angst, dass das Video wieder Stunden dauert. Aber ihr seht, das lässt sich echt total schön verteilen und ja. mein Lieblingsnagellack. Ich habe jetzt gar keinen Nagellack rausgesucht. Oh mein Gott. Und mein Schrank ist immer noch offen. Warte, ich hole euch kurz mein Lieblingsnagellack. Hier bin ich dann auch mal wieder. Also einmal vom P2, den trage ich jetzt auch gerade, aber der ist nicht mehr schön. Die Nummer 013 Stylish. Und der ist einfach so lila pink. Der ist so toll. Und von der Marke Florma, so ein Rot, das ist die Nummer 314. Und ich liebe Rot, ich liebe Rot. Mein Lieblingsshampoo, also zu meinen Lieblingsshampoos
zählen eigentlich alle von Balea. Also Balea ist billig. 60, 70, 80 Cent für ein Shampoo. Und auch für die Spülung, glaube ich. Und die, also, die helfen, die sind gut, die machen die Haare weich und das reicht. Lieblingsspülung habe ich aber von Glisskur, Hair Active 2 Minuten Intensivkur. Also danach sind die Haare sowas von weich. Richtig geil. Mein Lieblingsdeo ist von Douchedas, Golden Cashmere. Lieblingsbodylotion von Isana, also von der Rossmann-Marke. Die Body Milk. Ja, reichhaltige Pflege für trockene Haut und die ist echt toll. Also, die macht so weiche Haut und das ist einfach total krass. Und die, das hier kostet nur 80 Cent. Also, das kostet auch nur unter einem Euro, meine ich. Lieblingslied. Also, momentan höre ich total viel von Bruno Mars. Das ist echt unnormal. Ich habe Grenade, The Way You Are, Billionaire und so weiter auf meinem MP4-Player. Aber auch von. Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Darüber haben wir noch bei Block TV gesprochen. Christina Grimmie. Also, ich verlinke euch das Lied in die Infobox. Das Lied ist so schön. Das ist so schön. Ich schwör's euch. Lieblingsfilm. Ich mag so Filme am liebsten wie Hangover oder Kein Ohrhasen mag ich auch. Oder Zwei Ohrküken. Oder wie es auch immer alles heißt. Make-up Foundation. Also wenn ich wirklich deckendes Make-up brauche, was wirklich deckt, nehme ich am liebsten die Feuchtigkeitscreme. Also ist auch kein richtiges Make-up, aber eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Es ist einfach eine Feuchtigkeitscreme, die getönt ist und dadurch noch die Haut pflegt und nicht wie ein Make-up einfach alles zustopft. Und mein Lieblingsklamottengeschäft, also ja, ist natürlich H&M. Also ich finde nicht immer was bei H&M, aber größtenteils habe ich alles von, also habe ich das meiste von H&M. Aber sonst Primark kommt schon auch dazu. Kommt immer drauf an. Ich mag eigentlich viele Viromo oder Zara. Aber ich schaue halt immer. Ich bin echt ein Geizkragen. Also ich schaue, dass ich alles so günstig wie möglich bekomme. Ich habe die Bluse für 3 Euro von H&M. Obwohl die vorher 10 Euro gekostet hat oder so. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt schon wieder ist, sonst braucht ihr ja 10 Stunden bis zum Hochladen. Deswegen sag ich mal bis dann und schlaft noch gut. Ich denke mal, das wird auch erst ja 23 Uhr hochgeladen sein. Naja, okay, und das freut mich wirklich, dass euch die Qualität wirklich gut gefällt. Habe ich ja jetzt in den anderen Kommentaren gelesen. Und ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!